Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EFT. Ich bin zurück. Wir werden einmal mit unserem Setting in Interchange die letzten paar Skeps machen, die wir noch brauchen. Viele sind es nicht mehr, insgesamt 6 Stück. Die sollen wir machen können. Sonst haben wir erstmal in Interchange nichts mehr zu tun. Danach geht es wieder auf Reserve, beziehungsweise wir haben es ein bisschen anders da. Komm, wir gehen erst Reserve mit dem Skef. Wir haben wieder eine Shotgun und dann gucken wir uns nochmal auf Reserve ein kleines bisschen um und sagen, wir gehen einmal rein. So, machen wir nehmen mal die Karte auf. So, EFT Reserve bei Google eingeben, idealerweise, ja gut, man kann, naja, das erste Ergebnis würde ich nie nehmen, das ist das Tarkov Wiki, aber Tarkov Help, Tarkov Maps, Map Genie und so weiter und so fort, irgendwo werdet ihr definitiv fündig und dann dementsprechend idealerweise alle Filter rausnehmen, bis auf die Extracts und dann haben wir zumindest mal die Extracts soweit. So, wir gucken mal, dass wir noch ein paar T-Plugs kriegen, vielleicht noch ein G-Phone finden in den Registerschränken wieder. Die Schrotflinte, die wir haben, ist tatsächlich eine sehr, sehr coole Waffe eigentlich. Damit kannst du fast alles über den Haufen schießen. Wobei, man kann theoretisch immer alles über den Haufen schießen, egal was die Leute anhaben. Außer eine Dagilla-Maste, weil die ist, glaube ich, Level 6. Da kommst du nicht mit allem durch. Aber sonst kannst du tatsächlich alles über den Haufen ballern, wenn du es halt ins Gesicht schießt. Allerdings, das musst du erstmal treffen. Und das ist halt dann schwierig, wenn zumindest der Gegner zurückschießt. Aber, ja. So, wir gucken mal. Wir sind irgendwo... Oh, diesmal sind wir ganz woanders da gelandet. Okay. Okay, hier brauche ich erstmal Orientierung, wo wir überhaupt sind. Ah, okay. Gut, die Kuppel ist da. Gegenüberliegende Seite praktisch. Ja, okay. Probieren wir gleich mal loszuziehen. So, wir sind bei 27 Minuten. Noch können PMCs und alles natürlich da sein. Wir müssen auf die rechte Seite. Also hier lang praktisch. Dann darüber. Und dann kommen wir da wieder hin, wo wir hinwollen. Ich würde jetzt erstmal den gleichen Ausgang immer nehmen, so ein bisschen die Map kennenlernen. Ich meine, immerhin habe ich jetzt schon mal soweit die Orientierung beieinander, damit ich ungefähr weiß, wo wir hinkommen und wo wir rauskommen. Was schon mal ein sehr guter Vorteil ist tatsächlich. So, wenn jetzt mir hier einer über den Haufen schießt, es ist ein Skef, es ist völlig egal, ehrlich gesagt. Wenn wir über den Haufen geballert werden, werden wir über den Haufen geballert. Oh. Hä? So ist denn eigentlich? Ja, wollte gerade sagen, dann müsstest du rüberkommen, oder? War jetzt vielleicht ein bisschen laut, aber ja. So, dann sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Und zwar, hier sind nämlich die Registerschränke, wir erinnern uns. Unter anderem... Oh, das ist sogar... Oh, wir sind anders rein. Okay, es sind noch mehr Registerschränke. Oh, What? Was kann denn rostiger, blutiger Schlüssel? Rostiger und blutiger Schlüssel, darauf steht, der Besitzer dieses Schlüssels wird in Ewigkeit umherwandern. Ist das nicht von einem Halloween-Event? Yes, ein Tee. Den brauchen wir. Jetzt würde es sich tatsächlich schon wieder lohnen, rauszukommen. Wobei, wir brauchen noch 4 Stück, glaube ich, von den Dingern. Und wir bräuchten idealerweise tatsächlich einen Rucksack oder sowas. Wir haben ein bisschen wenig Stauraum. Wir haben echt sehr wenig Stauraum. Holla, die Waldfee. Das Problem ist, Skeff-Leichen oder allgemein Spielerleichen und so weiter sind schwierigst zu finden. Ist das ein anderer Raum? Hier müssten die Jacken drin sein. Ja, genau. Und wieso ist hier jetzt zu? Ist das random, dass die Türen offen sind? Da war nämlich... Hier in dem Raum sind die 2 Registerschränke. Ich bin mir zu 100% sicher sogar. So. Teebad und eine Vase. Holla. Können wir nicht mitnehmen. Dafür haben wir nicht mal ansatzweise Platz. Auch wieder was Großes. Ein Maßband und ein Masterset. Norm kommt Blots. Oli-Schlüssel. Haben wir keinen Platz für, sonst würde ich ihn mitnehmen. Apollo-Zigaretten. Nee, das ist. Hä? Wir sind doch. Oder? Nee, das ist eine andere. Ist das eine andere? Das ist eine andere Halle. Warte mal. Wie gesagt, ich ohne Orientierung. Ja, das ist eine andere Halle. Warte mal. Die sehen relativ gleich aus. Jetzt muss ich leider gestehen, das ist eine andere Halle, wo wir gerade sind. Ja, aber hier geht's weiter. Die Halle, die wir kennen, ist die da drüben. Das hier ist das Gebäude, was wir kennen. Genau, das hier ist das Gebäude. Das war ein anderes Gebäude. Das hier kennen wir. Genau, hier hängen die Jacken. Hier sind auch die Türen offen. Okay, da sind wir richtig. Also das ist das Richtige.
Okay, nice to know. In dem anderen gibt es auch Registerschränke. Ein Hot Rod. Den können wir uns notfalls reinziehen als trinken. Mal gucken, was wir noch so finden. Idealerweise halt Dinge, die uns entweder im Hideout was bringen. Oder sonst irgendwie weiterbringen. Idealerweise T-Plugs. Oh, es lebt sogar noch jemand. Green Battery. Das ist natürlich weitaus mehr wert wie alles andere. Da wir eh nicht viel schießen können, zwangsweise. Wir haben nur die 5 Schuss nachladen. Werden wir eh nicht können. Können wir es knicken. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hier noch so finden. Den Keks können wir notfalls essen. Matches. Idealerweise vielleicht noch so ein T-Stecker. SMT. Boah, das ist auch. Ibo haben wir noch dabei. Magnetband. Ich weiß gar nicht, ist glaube ich ein bisschen was wert. Wir haben halt keinen Platz. Also tatsächlich ein Rucksack oder sowas wäre geil. Survival-Feuerzeugchen. Braucht man nicht. Den Hot Rod könnte man noch trinken, wie gesagt. Okay, wir laufen durch die Halle, weil es sicherer ist. Dann werden wir außen rumlaufen. Sollte es zumindest. So, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Das ist nicht zufälligerweise der Schlüssel, den wir haben. Nee. Wäre jetzt gut gewesen. Das direkt hier? Nein, oder? Da ist wieder der Exit für unseren PMC, wenn wir denn mit PMC drauf gehen. Werden wir auch noch machen, aber so ein bisschen Map kennenlernen ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Zumindest den Ausgang würde ich jetzt schon mal finden, wie man sieht. Schon mal gut, wenn wir mal einen Ausgang zumindest haben, der safe ist, wo ich weiß, okay, wenn ich da hinlaufe, komme ich aus der Map raus. Nixor. $20. Das ist nix, glaube ich, sogar mehr wert. Kommt ihr hierher? Cool wäre natürlich, wenn wir einen Scaff oder sowas gesehen hätten. Akku haben wir schon, so wie es aussieht. Alle, die wir brauchen, weil da alles für die Quest ist praktisch so gelb markiert. Das hört sich an, wie wenn der auf dem Weg zu mir wäre. Der Dude. Mit seiner... SMG. Ich finde, du das Looten ist immer so laut, dass du nichts hörst. Nee, ich bin tatsächlich... Also mit dem Loot bin ich zufrieden. Dieser rote Schlüssel ist interessant. Und wir gehen raus. Haben eine schöne Scaff-Runde, weil dann können wir jetzt Interchange gehen. Und wenn wir mit Interchange fertig sind, können wir nächste Scaff-Runde praktisch wieder machen. Und so können wir natürlich auch A, natürlich Geld verdienen. Und B, uns dann die Sachen für fürs Hideout besorgen. Oder eben für die Missionen so langsam nach und nach alles besorgen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und ja, jetzt packen wir unseren kompletten Scaff praktisch einmal wieder hier rüber. Mich würde mal ganz kurz interessieren, was diese Sicherung wert ist. So, sagen weiter, weiter, weiter. Dann gucken wir mal ganz kurz, was wir beim Flea Market für diese Festplatte kriegen. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine. Ich glaube, das Ding war nicht so mega wertvoll. Wobei, ich kann mich irren. Ich kenne die Preise noch nicht so. Aber für manche Items kenne ich es mittlerweile, für manche nicht. Wir sind ja in der Lernphase. So, gucken wir mal. Das Ding ist 92.000 wert. Ich würde mal unter... Das hat sich gelohnt, das Ganze. Alles, was so an die 100.000 kratzt, ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das Bartöl liegt bei 35.000. Also auch wieder einiges an Rübelchen mitgenommen. Ich habe sogar noch was drin, okay. So, dann einmal nach Interchange. Wo ist es? Interchange. Um 12 Uhr mittags, idealerweise. Das ist noch alles versichert. Können wir direkt rein? So, wir wechseln die Map. Notfalls werfen wir unseren Rucksack weg, wobei ich immer Railway oder Emmercom Exit gehen würde. Ich würde tatsächlich immer Hole, also das Loch im Zaun nehmen, wenn wir das Ganze auf einem richtigen Server spielen würden. Aufgrund dessen, dass es hier einfach vor Exit-Campern wimmelt. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Map damals abgeknallt worden bin am Exit, aber ich glaube, ich bin nie rausgekommen, ohne dass irgendeiner da stand. Ab und zu habe ich tatsächlich auch mal gewonnen gehabt, aber ja, es ist meistens, es war eine bescheuerte Map. Sniper.
Irgendwelche Leute sitzen in dunklen Ecken den ganzen Tag und chillen ihr Leben. Und baller nicht ab, wenn du angestürmt kommst. Oh ja. So, wir gehen rein. Wir haben keine spezielle Mission sonst, außer dass wir Skeps brauchen. Das heißt, wir können einfach ein bisschen... Wir gehen jetzt ein bisschen looten. Wir können mal nach Grafikkarten gucken. Das können wir in Idea und im Oli besonders gut, glaube ich. Im Oli sind hinten Büros drin. Gucken wir mal. Oli muss nach wie vor eine Schlüssel sortieren. Oh, das können wir alles machen. Hallo, könntest du da drüber? Danke. Das Beinchen musst du schon alleine heben. Ich kann helfen, wo es geht, aber... Irgendwo hört der Spaß auch auf. So, und wir gehen hier... Wenn wir in die Mitte gehen, haben wir eigentlich genug Skeps, haben wir gelernt. So, wir haben Heilung, wir haben Muni dabei. Oh, sehr schön, das hat sich gelohnt. Teestecker. Das hört sich sehr strange an, die Waffe, die da schießt. So. Hier hinten ist ein Grafik... Oder war zumindest mal ein Grafikkarten-Spawner. Da drin. Und zwar im Lager. Allerdings, meine Informationen sind nur alt. Aber hier stehen zumindest auch, glaube ich, ein PC oder so rum. Wo zumindest was sein könnte. Deswegen PCs. Idealerweise PCs looten für Grafikkarten. Wir werden später Grafikkarten brauchen. Und die Dinger sind halt 1 Million Rubel wert. Das sind CDs, was hier rumliegt. Hier liegt ein Lüfter beispielsweise auch rum. Also es liegt auch immer wieder mal loser Loot rum. Den man relativ schlecht sieht. So, und in jedem PC theoretisch kann eine Grafikkarte drin sein. Und selbst wenn wir keinen kriegen, das ganze Zeug ist einiges wert. Ich habe gedacht, er war tot. Ich hab den Tod gesehen. Gott, war das scheiße geschossen. Aber ich habe den Tod gesehen, ehrlich gesagt. Aber gut, war ein normaler Skeff. Glück für uns. Pech für ihn. Okay, ein PC haben wir nur. Ich habe erst gedacht, kommt vorne. War da aber dann doch hinten. Nicht schließen. Eine Tots. Kann wehtun tatsächlich. Okay, hast du irgendwas Sinnvolles? Granaten. Nicht wirklich. So, hier in dem Regal. Können unter anderem tatsächlich sehr wertvolle Dinge liegen. Unter anderem eben auch eine Grafikkarte. Was haben wir hier eingesammelt? Eine HDD. Die ist jetzt nicht so wertvoll. Netzteil. Idealerweise wäre übrigens gut, wäre ein Motor, wenn wir hätten. Können wir einen Baumarkt, glaube ich, finden. Und Autobatterie auch. Bräuchten wir einige. Und hier in den Regalen liegt auch gerne mal ein Löwe oder sowas rum. War zumindest früher so. Ah, jetzt ist die Frage, gehen wir vorne lang, hinten lang? Hm, wir könnten über den Lebensmittelladen gehen. Hier auf den, hier liegt überall auch Zeug rum. Oder kann Zeug rumliegen, auch in den Regalen hier wieder. In den einzelnen Schubdingern hier. Hier steht gerne mal auch Zeug drauf, ein Löwe oder sowas, wer ewig viel wert ist. Oder zumindest, sagen wir mal, 100.000 wert ist. Du hast halt hier, aber du hast 2 Milliarden Ecken, wo jemand sitzen kann. Nicht, dass die Bots jetzt hier rumsitzen würden. Das ist tatsächlich eher das Problem, wenn du es richtig spielst oder eben nicht im Singleplayer spielst. Aber unangenehm bleibt es trotzdem. Auch wenn wir wissen, dass wir zumindest kein Camper da sitzen haben.
Das war ein Spieler. AKSM, Level 21. Ja, meinst du das ernst, was das angeht? Da können wir die Munition rausnehmen. Ich war der Meinung, ich habe was gehört. Morphinstick. Ja. Das wäre die falsche Taste erwischt. So, wenn wir jetzt hier Munition entladen, was hast du dabei? SP. Kannst du behalten. Die kannst du tatsächlich behalten. Eine AKS 74 UP. Ist die Frage, ob wir die mitschleppen wollen. Wir sind bei 30 Kilo. Oh, die hat einen Silencer sogar drauf, das Teil. So, leider erst ein Scav und ein Spieler. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich meine, wir haben ein bisschen Zeit in dem Raid. Blöde Frage. Haben wir Emmacon? Was haben wir für ein Exit? Emmacon. Das heißt, wir sind exakt auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen eh durchlaufen. Dann laufen wir jetzt hier hindurch. Hier unten müsste die Power Station sein, oder? Nur zu Orientierungszwecken. Ja, Power Station ist hier. Wir müssen praktisch auf die komplett andere Seite. Boah, wie viel du siehst mittlerweile hier. Wenn du die Filtereinstellung hast. Erinnert euch, wie dunkel das war? Folgendes. Weil es den einen oder anderen garantiert von euch interessiert. Das sind meine momentanen Einstellungen. Ich fahre damit sehr, sehr gut. Kommt allerdings auf euren Bildschirm, glaube ich, auch an. Bei YouTube und Twitch übrigens, ihr seht das nochmal ein bisschen dunkler wie ich. Ich habe es tatsächlich relativ hell hier auf meinem Bildschirm. Bei Twitch wird es nochmal dunkler gerendert. Das OBS nimmt nochmal dunkler auf. Aber ich hoffe, ihr erkennt überhaupt irgendwas. Aber das ist bei EFT leider so. Da kommen wir auch nicht wirklich drum rum. So, hier gibt es Massen an Loot überall. Deswegen, das ist halt ein Paradies, das Teil. So, Isoband, Schrauben, Zange, weiß ich nicht, Zange können wir mitnehmen. Wir bräuchten theoretisch alles, aber ich kann nicht alles mitschleppen. Wir sind einfach dann zu schwer. So, wir müssen auf die exakt andere Seite. Hier ist nochmal so ein Haupträumchen, wo viel los sein kann. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Hier in die Mitte laufe ich gerne, aber es ist schneller. Allgemein, du solltest im Spiel auf dieser Map im realen, glaube ich, nie rennen. Weil das hörst du Kilometer weit. Da wir hier gegen Bots spielen, ist es relativ latte. Weil entweder die reagieren oder die reagieren nicht. Da liegt ein Maßband. WD-40. Das kann man mitnehmen, das glaube ich ist was wert. Bin da meine ich ja Schritte. So. Hier ist dann praktisch schon unser Ausgang. Was bist du? So. Ganz weg. Netzteil auch nicht schlecht. Wir können hier hinten nochmal reingucken, ob wir noch eine Autobatterie finden. Ich meine, wir brauchen eh Scavs. Wir können allerdings auch, wenn wir jetzt was richtig Geiles hätten, würde ich es gehen. USB-Stick zum Beispiel. Aber da das noch nicht der Fall ist, können wir eigentlich nochmal suchen gehen. Ein bisschen Map weiter lernen natürlich auch ganz geil immer. Öffnen. Irgendwie habe ich teilweise Probleme mit den Türen. Ich weiß auch nicht.
Irgendwas ist strange. Alter. Und wir haben nicht mal einen Arm weg. Aber heute klappt es nicht so mit dem Zielen. So, das hier ist aber jetzt das, wo viele, viele, viele PCs sind. Also viele in, sagen wir mal, 5, 6 Stück. Irgendwo ist hier noch einer. Aber hier ist tatsächlich einiges an PCs. Hier jetzt nicht. Mal was zu essen. Jetzt auch nicht. Hier, die sind alle nicht gespawnt, oder wie? Aber wir können, glaube ich, überall PCs tatsächlich stehen. Wenn sie nicht spawnen würden. Keiner gespawnt. Geil. So, wir hauen uns mal die Erbsen rein. Aber hier PCs und so weiter und so fort. Und da halt Grafikkarten. Und davon gibt es noch 2, 3 Räume. Haben wir Wechsel? 30 von 30. Moin. Ich hab dich spät gehört oder ich hab dich gehört? Versucht. Ich glaube, da tritt einer dauernd die Türen ein. Vielleicht müsste noch einer kommen. Eine Wallet. Sehr strange. Dicken Rucksack. Ah, da. Kondensmilch. Das ist gut. Alter. Erschreckt doch die armen Leute nicht so. Ja, die PC ist gelootet. 30.000er Cola. Ein Skeff, glaube ich, noch. Ja. Bist du der, der die Türen eintritt? Die Mütze brauchen wir später noch, die er hat. Essen, trinken, Hammer. Eine komplett runtergewirtschaftete AK. Eine Saiga. So, hier ist noch so ein Raum mit PCs. Hier haben wir ein bisschen mehr Glück, so wie es aussieht. Oh, auf dem Tisch. Man sieht hier echt bescheiden. Alter Verwalter. Da ist zumindest mal ein Rechner. Ein Kühler. Alles verwenden. Machen wir uns ein bisschen leichter. Wir sind bei 35 Kilo schon wieder. Aber mittlerweile Metabolismus ist, wird zu langsam mit unserem Charakter. Noch ein Rechner. Keine Grafikkarte. Grafikkarte belegt 2 Slots. Aber hier sind jetzt die Rechner drin. Und deswegen, ja, wenn du Grafikkarte suchst, glaube ich, werden wir hier suchen gehen. Ich mag die Map eigentlich sehr. Ich finde dieses Einkaufszentrum-Setting sehr, sehr cool. Aber es ist auch teilweise sehr speziell. Komm, hauen wir die letzten 2 Kugeln da rein. Perfekt, ist auch leer. Okay, hier haben wir nichts mehr. Schade. Raka ist zumindest mal nicht da.
Mal hier kurz gucken, ob wir unseren letzten Scav finden. Ne, vielleicht beim Ausgang. Gehen wir wieder. Aber hier waren jetzt zumindest ein paar. Irgendeiner, der verzweifelt hat, versucht die Tür einzurammeln. Gucken wir mal. Draußen können noch ein paar stehen. Sonst gehen wir einmal Richtung Emma kommen. Das gehört? Irgendwo ist einer. Hier da schon mal nicht. Bluten. Normale Blutung verwenden. Okay, unser Arm ist durch. Thorax blutet, ist kein Problem. Thorax hoch. Hat uns unsere Weste den Arsch gerettet. Arm packen wir uns gleich wieder ran. Ah, ein Spieler. Ja, Übergewicht. Können wir irgendwas in Dings stecken? Nee. Okay. Gucken wir mal, ob wir den ausgraben. Ich habe nur so grob gesehen, die Taschenlampe vor allem. Aber er konnte nicht auf uns schießen, das war ganz gut. Warst du da drüben? Ich hab's nur nicht mit. Er war auf jeden Fall rechts von uns. Ist er halt oben oder unten? Das ist die Frage. Wir werden's rausfinden. Nehmen wir an, der hockt da noch. Okay, hier nicht. Das heißt, er war unten. I can see you. Pilgrim hat er auf. Der Dude. Der war aber gut versteckt. Holla die Waldfee. Mit einem Pilgrim. War aber kein Scav, war ein Spieler, glaube ich. So, sonst sehe ich niemanden.
Hier sind gerne Scavs. Da hinten eigentlich nie. Deswegen, ja. Wundert es mich selber ein bisschen. Moin. Was kannst du? Wer bist du? Razor. Ciao. Level 23er. Wow. Die Rüstung ist... Alter, was hat denn er vorgehabt? Kriegsspielen? Der war auch gut ausgerüstet tatsächlich, der Mann. Oh, die Zeit nehmen wir uns jetzt, den noch auszuziehen und mitzunehmen. Die hier rein. Die hier rüber. So, jetzt müssen wir allerdings das hier loswerden, unsere Rüstung loswerden. Unsere AK-Max packen wir mal hier rein. Dann kommt das Ding hier raus, egal was da drin ist. Das hier rein. Der kommt mit. Das kann weg, das kann weg. Das kommt noch mit. Den Pilgrim können wir mitnehmen. Wir sind eh kurz vorm Rausgehen. Aimzug kann weg. Dann machen wir uns einmal die Hammer voll. Sehr schön. Packen wir uns das Ding hin drauf. Perfekt. So, dann haben wir noch den Helm. Dann kommt das Ding hier weg. Das Ding hier weg. Das ist gleichzeitig Rüstung nämlich. Plus Ding. Und den hier würde ich theoretisch noch gerne mitnehmen. Haben wir nur keinen Platz für. Wobei. Den haben wir komplett platt gemacht. Den Dude. So, wir behalten unsere VPO, weil ich es jetzt gewohnt bin, wieder zu spielen. Weil wir können mal ganz kurz reingucken. Okay. Nett. So, wir sind hoffnungslos überladen. Aber hey, das hat sich nochmal gelohnt. Und da ist unser Ausgang. Jetzt müssen wir nur noch rauskommen. Das hier ist übrigens alles neu. Du weißt, bist du da früher schneller rausgekommen. Dann bin ich immer gerne hier über den Grünstreifen raus. Hier hinten lang und dann ganz außen rum, weil es viel sicherer ist. Ich glaube allerdings, dass es hier weniger eine Rolle spielt. Und hier saßen dann gerne die Exit-Camper rum. Haben mich am Exit weggeknallt und haben dann ein Zeug gelootet. Diese Senke hier ist ganz gut. Ja, jetzt sollten wir echt gucken, dass wir wegkommen. Das hat sich mal gelohnt. Ja, und mit unserer Waffe. Wir haben einen Kopf getroffen. Wir haben seine Rüstung nicht mal zerballert. Und die Rüstung ist eine richtig gute, die hat. Mittlerweile laufen NPCs aber auch richtig gut gegiert rum, muss man sagen. So, und hier ist unser Exit. Und dann sind wir draußen. Aber ein einziger Scav fehlt uns, glaube ich, noch. Das heißt, wir müssen nochmal rein. Schade. Schade, schade. So, 3200. Zwei Usex, ein 21er, 23er. Sonst haben wir 1, 2, 3, 4 Scavs. 5 hätten wir, glaube ich, gebraucht. Einer fehlt noch. Bitter, aber ja, es ist, wie es ist. Ich hätte mich nicht mal heilen müssen, weil ich kann jetzt eh nichts mehr aufnehmen. Man heilt sich dann automatisch über eine gewisse Zeit. Wenn man jetzt weiß, man spielt nicht mehr, hätten wir es lassen können, uns zu heilen. Aber ich kann heute nur eine Folge aufnehmen, deswegen. Wir waren nicht mega gut unterwegs, aber hey, wir haben überlebt. Auch wenn es tatsächlich bei ihm recht knapp war. Was heißt, ja, knapp. Ja, doch, war schon eigentlich recht knapp. Hätte er richtig getroffen. Eine coole Weste haben wir dazu gewonnen. Dreier, Vierer Platte drin. Bisschen was an Stuff haben wir wieder. Wieder einen weiteren T-Plug haben wir gefunden. Ein Pilgrim. Den können wir uns aufsetzen, wobei das Ding fast zu wuchtig ist. Eine TX-15DML. Kenne ich gar nicht die Waffe, aber schön. Einen neuen Helm haben wir gefunden, neue Kopfhörer haben wir gefunden und noch einen Helm haben wir gefunden. Das auf jeden Fall schon mal ganz cool, wobei das können wir eigentlich anlassen.
Und ja, jetzt können wir mit dem Ding spielen. Wir haben tatsächlich ein bisschen was in die Weste runtergeschossen, wie man sieht. Aber wir haben wohl danach zumindest den Kopf getroffen. Und jetzt haben wir noch zwei T-Plugs, die wir abgeben können. Das heißt, einmal auf die Händler. Ich glaube, war das... Nee, Mechanik war das, glaube ich. Ja, übergebe zwei Stück. Dann fehlt uns hier nur noch ein einziger. Und dann haben wir das Ding fertig. Und danach brauchen wir nämlich die Festplatten so langsam was sicher. Hier fehlt uns auch noch ein bisschen was. CPU war leider nichts drin. Aber ich glaube, wir gehen nochmal Interchange und werden da nochmal... dann die Computer machen. Shoreline müssen wir auch noch ein paar Mal gehen und so weiter und so fort. Aber wir können mal ganz kurz gucken. Ja, okay, zwei Skeps fehlen uns noch. Die kriegen wir auch noch zusammen. Hat sich aber gelohnt. Bisschen Kohle haben wir auch wieder. Hallöle. Und Brapo bringt uns unser Zeug sowieso wieder, was wir ausgezogen haben. Und so langsam müssen wir dann auch mal wieder Dinge verkaufen. Dass wir mal wieder ein bisschen was wegkriegen. Wir können jetzt auch gut Händlerumsatz machen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ibo 15.000. Wir brauchen eh noch Umsatz bei... Wie kauft er nicht? Wir brauchen eh noch Umsatz bei Jäger und so weiter. Und 15.000 ist auch viel mehr wert. Können wir mal ganz kurz gucken. Das Ding war irgendwie 100.000 wert auf dem Flea Market. Mega teuer. 191.000 Rubel. Das habe ich mal gemerkt. Und das lohnt halt dann richtig. Ah, wir haben auch noch Angebote drin. Was haben wir denn noch drin? Die Green Bat. Die ist jetzt verkauft worden. Das Ding für 92.000. Das will keiner. Können wir nur zwei Angebote? Und Vaseline würde 31.000 bringen. What? Na, 95.000. Also der Raid hat sich aber richtig gelohnt. Alter Verwalter, direkt verkauft und direkt 1,3 Millionen Rubel wieder. So, ganz kurz nur ins Versteck. Da haben wir nämlich was fertig, glaube ich. Und dann ist immer raus für die Folge. Verstecken müssen wir heute ein bisschen aufwerten. Aber ja, es läuft doch ganz gut. Also ich habe mega viel Spaß im Singleplayer. Weitaus mehr wie im Multiplayer. Weit, weitaus mehr. So, das Ding hier, Toilette, können wir schon wieder reinstallieren. Geil. Ein Blumsklo. Cool. Wand durchbrechen müssen wir noch unter anderem. Aber jetzt sind wir dann auch in der Lage, ich glaube, was war es? Generator und die Lüftung. Belüftung, glaube ich, hochzuhauen. Ja, dafür brauchen wir allerdings die Dinger. Kosten relativ viel, 92.000 an Mühtürchen. Die, wie viel brauchen wir? Vier Stück wären 400.000 Rubel. Die Autobatterien liegen bei... Oh, die gehen sogar. Die würde ich sogar... Die kaufe ich, 45.000. Ganz ehrlich, bevor ich vier Autobatterien rausschleppe. Die kaufe ich, das ist mir das nicht wert. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.